Es ist die Stimulushoffnung in China, die die Märkte heute wieder ein bisschen nach oben treibt. Chinesische Aktien oder die chinesischen Indizes mit einer Rallye. Gestern ist das wieder ziemlich übel verpufft. Da waren die chinesischen Indizes über 5% im Plus, um dann knapp über 1% zu schließen. Wird sich das Ganze heute ein bisschen anders gestalten. Jedenfalls bringt das so ein bisschen die US-Futures nach oben. Das sorgt dann für einen freundlichen Handelstart auch etwa hier beim DAX. Aber hier sehen wir nochmal, China Stocks rise as local media ask investors for patience. Also man sagt, habt doch ein bisschen Geduld, messt doch jetzt nicht kurzfristig, sondern schaut mal, was unsere tollen Maßnahmen mittelfristig bringen, so etwa die Shanghai Securities News, praktisch die Börsenzeitung für die Chinesen, wenn man so will. Hier fordern ja einige Menschen, da muss mehr kommen, aber bisher kommt eben sehr, sehr wenig. Deswegen ist das Hoffnung. Also wir haben praktisch Medienberichte in China, die sagen, Mensch, seid doch jetzt mal geduldig. Jedenfalls bringt das dann eben insgesamt erstmal die asiatischen Märkte nach oben. Mal sehen, ob das nachhaltig ist. Insgesamt haben wir ja ein Wirtschaftsmodell von Xi Jinping, das zum Scheitern verurteilt ist, weil es Prioritäten setzt, die auf Kontrolle die Kontrolle im Fokus haben und nicht Wachstum. Dementsprechend hatten wir ja schon viele fiskalische Impulse. Die Wirkung wird immer geringer. Dementsprechend ist Xi Jinping in einer schwierigen Position zwischen Yuan-Abwertung und irgendwie etwas tun zu müssen gegen diese schwache Wirtschaft. Das hat man gestern zum Beispiel für ankommende Ausländer, die also mit dem Flugzeug nach China reisen, die erforderlichen Corona-Tests abgeschafft. Also die müssen keinen Negativtest mehr vorlegen. Das zeigt, dass die schon ziemliche Probleme haben und jetzt eben sagen, okay, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir mehr Ausländer wieder ins Land kriegen, die ja geradezu geflohen sind aufgrund der politischen und ökonomischen Situation im Reich der Mitte. Aber kommen wir zu die USA, meine Damen und Herren. Wir haben gestern freundliche Kurse gesehen. Bester Index der Nasdaq mit 0,8 respektive Nasdaq 100 0,74%. Wenn wir uns mal die einzelnen Sektoren anschauen, dann sehen wir die defensiven Sektoren unten Healthcare Utilities. Oben haben wir Communication Services, eher ein defensiver Sektor eigentlich, aber Industrial Technology. Das sind so die typischen Risk-On-Sektoren. Wir sehen gestern den Verlauf, wenn Sie hier mal rechts in diesen Chart gucken. Bisschen hin und her zum Ende, dann nochmal deutlich rauf, dazu gleich mehr. Wir sehen hier das erste Mal jetzt in diesem August, dass wir zwei Handelstage hintereinander positiv sind. Ich hatte es gestern ja schon angemerkt. Das letzte Mal, dass in einem Monat keine zwei Handelstage hintereinander positiv waren, das war im Mai 2010, also im Gefolge der Finanzkrise. Das hat man jetzt mit dem gestrigen Anstieg vermieden, nachdem es ja am Freitag nach der Rede von Jerome Paul bereits nach oben gegangen war. Aber schauen wir uns mal das Volumen an, etwa im SPY, also dem maßgeblichen ETF auf den S&P 500, 59 Millionen Kontrakte. Das ist in etwa die Hälfte dessen, gut die Hälfte dessen, was wir am Freitag gesehen hatten und auch am Donnerstag, als wir dieses böse Reversal gesehen hatten, hatten wir 88. Also mit anderen Worten, das war unter sehr dünnem Volumen, da war praktisch keiner dabei. Dementsprechend ist die Frage, wie ernst kann man solche Moves nehmen? Gut, es ist natürlich jetzt eine illiquide Zeit hier in dieser Woche, Labor Day am Montag in den USA, Feiertag, dann sind viele jetzt schon mal im längeren Urlaub. Jedenfalls gestern sehen wir oder haben wir ein Computerkaufprogramm gesehen, das dann zum Schluss nochmal zugeschlagen hat. Das waren die größten Kauforders seit dem 27. Juli und all das hat dazu geführt, dass der VIX, den Sie hier unten sehen, also das Volatilitätsbarometer, das Angstbarometer, wie man auch sagen kann, gestern gefallen ist mit gut 3% und damit ist der VIX jetzt seit 64 Handelstagen unter der Marke von 19 geblieben. Das ist ja für die Aktienmärkte wichtig, dass die Vola nicht raufgeht, die Volatilität, denn viele computerbasierte Modelle, die sagen, wenn die Volatilität steigt, dann verkaufen wir. Hier sehen wir mal die Saisonalität des VIX. Die würde allerdings darauf hindeuten, dass es bis Anfang, Mitte Oktober mit der Volatilität tendenziell eher nach oben geht. Und da gibt es ja schon ein paar Dinge, zu denen ich gleich noch komme, die
für Volatilität sprechen. Hier sehen wir mal, wir waren überverkauft. Es ist schlichtweg so, dass viele sich abgesichert hatten mit Depots. Dann sehen Sie hier rechts die Market Maker, die sichern sich wiederum auf der Unterseite ab, haben ein negatives Gamma, das heißt, die haben das Underlying verkauft, um die Puts, die sie an den Mann gebracht haben, aufgrund der Nachfrage abzusichern. Wenn die Märkte fallen, dann haben sie kein Risiko, also sind sie ziemlich mit negativem Gamma unterwegs. Das bedeutet, wenn etwas deutlicher nach oben geht, dann würden diese Absicherungen aufgelöst, Puts müssten eingedeckt werden, Market Maker könnten ihre Absicherungen auflösen und so kommt dann eins zum anderen, ein technischer, ein mechanikgetriebener Markt, wenn man so will. Hier nochmal Spot Gamma mit die beste Optionsseite in den USA. Und Optionen werden ja immer wichtiger. Über 50% des Handelsvolumens, was im S&P 500 bewegt wird, sind bereits Optionen. Und das dürfte bedeuten, was bedeutet dieses negative Gamma? Wir haben eine relativ wider range of price action, also wir haben größere Kursbewegungen, größere Volatilität, wenn man also will. Daily trends tend to continue more often in one direction without retracing, also eine Bewegung, die in eine Richtung geht, die geht dann einfach weiter, ohne in die andere Richtung mal zwischen zu korrigieren. Diese Märkte sind sehr schwierig. Und sind schwer zu handeln, weil da eben Faktoren sind, die man so ein bisschen schlecht beurteilen kann. Das ist das, was die ganze Geschichte so schwierig macht. Deswegen Technik relativ wichtig. Schauen Sie mal diesen Chart an. Das ist der ES1, also praktisch der Future auf den S&P 500, der Mini-S&P Future. Und wir müssten eigentlich das Tageshoch, das wir am Donnerstag hatten und bevor es dann diese hässliche rote Kerze gab, das müssen wir überwinden, dann wären wir über maßgeblichen gleitenden Durchschnitten, hier sehen wir den 12er, den 20er und den 55er, das wäre so im Bereich 4480 Punkte, das würde dann bedeuten, dann hätten wir eine gute Chance, unten sehen wir der RSI, der kommt jetzt bald wieder in die 50er Zone, überschreitet er, das wäre das positiv, bisschen Technik, aber ist wichtig, wir haben ja jetzt gesehen, dass seit Pi mal Daumen Anfang August wir immer tiefere Hochs und tiefere Tiefs hatten. Das hat sich jetzt so ein bisschen seit etwa dem 21. Verschoben. Jetzt sehen wir plötzlich höhere Hochs und höhere Tiefs. Also wir sehen, die Bullen haben da einen gewissen Geländegewinn erzielt, aber sie müssen eben über diese 4400 um und bei 80er Zone drüber kommen. Und all das hängt natürlich auch zusammen mit dem Dollarindex. Hier sehen wir mal links oben, da hatten wir ja so eine Umkehrkerze gebildet. Wir sind zwar angestiegen im Dollarindex, aber über zentrale Marken bei 104 und ein paar zerquetschen noch nicht drüber gekommen. Also wichtig, dass der Dollar nicht stärker wird, sondern weiter schwächer wird für die Bullen. Und wichtig auch, dass die 10-jährige Anleiherendite, die gestern gefallen ist, dass die nicht wieder steigt. Gestern hatten wir ja Anleiheauktionen, dazu gleich mehr. Heute wichtig und im Fokus, und das ist dann sehr wichtig eben für Dollar und für die Anleiherenditen, der JOLTS, also die Job Openings, das was von US-Firmen an Jobs angeboten wird, respektive wie viele, die Erwartungen heute 9,46 Millionen, nach im letzten Monat 9,58 Millionen. Die Daten heute um 16 Uhr sehr wichtig. Daneben dann am Donnerstag die PCE-Inflationsdaten und am Freitag natürlich der Jobs Report und ISM Manufacturing. Hier sagte Goldman Sachs, wir haben natürlich, und das hat Jerome Powell auch in Jackson Hole gesagt, wir haben natürlich noch einen relativ engen Arbeitsmarkt. Der musste sich runterkühlen, sagte Goldman Sachs, auf 75.000 neue Stellen, damit sich die Arbeitslosenquote wieder auf ein Normalmaß einpendelt. Wenn Zuwanderung kommt, denn dann könnten es auch 125.000 sein. Also wir sehen, wir haben zwar eine deutliche Reduktion gesehen, eine Abkühlung des Arbeitsmarkts, aber es ist nach wie vor eben ein relativ enger Markt. Und BlackRock hat etwas gesagt, was ich für sehr, sehr wichtig finde. Nämlich, man hat gesagt, wir werden so eine Art Vollbeschäftigungsstagnation erleben. Also wir sehen eine stagnierende Wirtschaft, die nicht mehr richtig vorankommt. Aber aufgrund der Demografie und der Deglobalisierung haben wir latenten Arbeitskräftemangel, sodass latent eine Vollbeschäftigung existiert, ohne dass aber die Wirtschaft wirklich wächst.
dass sozusagen hier ein das zusammenkommt, was normalerweise der Fall ist, nämlich wenn Vollbeschäftigung ist, dann brummt die Konjunktur. Wahrscheinlich kommen wir jetzt in andere Zeiten, wo wir keine große Arbeitslosigkeit sehen, aber eben auch keine tolle Konjunktur, ohne dass wir jetzt in die fette Rezession fallen, sondern eine, wenn vielleicht moderate Rezession. Und dann könnte etwas entstehen, was Sven Henrik hier zeigt, nämlich, dass wir zum Beispiel wie in den 60er, 70er Jahren teilweise jahrelang so eine Seitwärtsbewegung haben, ohne ganz großen Trend, könnte ich mir auch vorstellen. Natürlich sind das hier vergleichsweise hohe Schwankungsbreiten in dieser Seitwärtszone, klar. Aber insgesamt eben jetzt nicht mehr diese ganz klaren Trends haben. Und wie Bob Elliott hier zeigt, es könnte sein, wie in den späten 60er und 70er Jahren, die Bond Yields sind dann weiter gestiegen. Die Fed hat erst 6 Monate nach Beginn einer Rezession oder der damaligen Rezession die Zinsen begonnen zu senken. Also das könnte so ein sehr merkwürdiges Umfeld sein, in dem wir uns befinden. Und ich hatte das gestern gezeigt. Gestern hatten wir ja Anleiheverkäufe der Amerikaner von über 220 Milliarden Dollar. Diese neue Verschuldung, dieses Geld, das hier aufgenommen wird, das erzeugt natürlich Nachfrage auf der einen Seite. Das konterkariert die Absicht der Fed, die Nachfrage nach unten zu bringen, um die Inflation nach unten zu bringen. Auf der anderen Seite absorbiert das aber natürlich Liquidität von den Märkten. Wenn hier mal eben 220 Milliarden da irgendwo anders reinfließen müssen, die müssen irgendwo herkommen. Hier sehen wir, die waren solide, diese Auktionen insgesamt, eine 5-jährige, eine 2-jährige. Aber das ist natürlich teuer für die USA. Da werden dann mal Zinsen von 5% und mehr aufgerufen. Aber nochmal zu diesen 225 Milliarden Dollar, die alleine gestern von den USA an neuen Schulden aufgenommen wurden. Das ist mehr als das BIP von allen Ländern bis auf 50. Neuseeland hat etwas mehr an BIP, aber Peru genauso viel etwa, mehr als das BIP Griechenlands, der Ukraine, Ungarns und so weiter und so fort. Das heißt, das, was diese Länder in einem Jahr komplett erwirtschaften, das wird für den Amerikaner mal eben an einem Tag über Anleihen am Markt aufgenommen. Das zeigt mal ein bisschen die Relationen, aber wir sehen eben vor allem die kürzer laufenden Renditen. Hier gestern die 3-monatige US-Staatsanleihe, die T-Bill, mit 5,61%, höchster Stand seit Januar 2001. Und das sind natürlich schon Alternativen für die Aktienmärkte, wenn ich mein Geld mal eben zu 5,6% irgendwo parken kann für 3 Monate. Das natürlich annualisiert, dann aufs ganze Jahr gesehen, aber klar, das ist eine Alternative, der ist an Alternative, wichtig auch, meine Damen und Herren. Gestern ist der Bankenaufseher der San Francisco Fed zurückgetreten worden. Das ist derjenige, unter dessen Ägide die Silicon Valley und die First Republic Bank über den Jordan gegangen sind und keiner hat es kommen sehen, vor allem Azar Abbasi nicht, der dafür verantwortlich war. Niall Willardson wird hier jetzt an seine Stelle treten und hier sehen wir vielleicht nochmal 2 Punkte, die in Richtung Oktober sehr, sehr wichtig werden. Die Student Loans müssen zurückgezahlt werden, erstens, und zweitens droht ab 2. Oktober dann der Government Shutdown, weil eben diese exzessive Schuldenaufnahme durch die Republikaner massiv kritisiert wird. Sobald die Republikaner an der Macht sind, machen sie es nicht anders, aber gut, Schwamm drüber, gell, aber das könnte natürlich dann wichtig werden. Und hier nochmal zu den Student Loans, 45% der Befragten, die solche Student Loans haben, also solche Studentenkredite, die in den USA gängig sind, weil du die Ausbildung nicht umsonst kriegst, wenn du also studierst, dann musst du Kredite aufnehmen. Diese Kredite sind variabel verzinst, das heißt, die Leute mussten diese Kredite nicht zurückzahlen in Corona, das wurde ausgesetzt, aber die Schulden sind dennoch weiter gestiegen, weil da ein Zins drauf ist, der flexibel ist. Mit der Anhebung der Zinsen sind auch die Studentenkreditenschulden gestiegen und jetzt sagen 45, also fast die Hälfte, die sagen, they go delinquent when payments resume, also die werden das nicht leisten können oder nicht vollständig leisten können, die werden auf jeden Fall mit den Zahlungen in Verzug kommen. Das dürfte noch ein Riesenthema für den Konsum werden, aber hier nochmal Konsum Deutschland. We switch to Germany, my ladies and gentlemen, und wir sehen hier IFO-Beschäftigungsbarometer, Mini-Barometer minimal gesunken. Einstellungsbereitschaft der Unternehmen hat geringfügig nachgegeben. Wir sehen,
Das ist natürlich in Corona abgestürzt, dann wieder steil angestiegen und jetzt perlt das so ein bisschen ab. Das spricht so ein bisschen für meine These, so ganz, wir werden nicht wie noch vor 20, 30 Jahren, wo als wir wirklich viel Arbeitslosigkeit hatten, das wird wahrscheinlich durch die demografische Struktur, durch den Arbeitskräftemangel gar nicht mehr der Fall sein. Wer will, der kann arbeiten, ohne dass aber sozusagen hier wirklich Wachstum entsteht, weil wiederum schlichtweg zu wenig Leute da sind, um das Wachstum anzuheizen. Also das sind so die, denke ich, übergeordnet wichtigen Trends, wenn wir jetzt mal jenseits des täglichen Rauschens an den Märkten gucken, meine Damen und Herren, soll ja durchaus manchmal sinnvoll sein, wie ich mir manchmal denke. Hier sehen wir auch, dass für uns alle sehr wichtig, die Reallöhne sind gestiegen. Das ist eine erfreuliche Entwicklung, das heißt der Löhne minus Inflation positiv, allerdings sind natürlich diese steigenden Löhne latent inflationstreibend. Wir sehen hier in Deutschland steigende Abschlüsse, wir haben in den USA die Autogewerkschaften, die zu streiken drohen mit massiven Forderungen nach Lohnanhebungen und sie können es schlichtweg, weil wir eben aufgrund der Demografie einen Arbeitskräftemangel haben, latent. Erste Empfehlung, meine Damen und Herren, zweite Empfehlung, gestern diese Rallye verpufft, die Ausländer verkaufen. Warum das so ist, sehen Sie in diesem Artikel. Wir haben dann noch einen Artikel, der zeigt, was China jetzt vorhat. Also drei Artikel will ich Ihnen heute empfehlen in diesen herrlichen Dienstag. 16 Uhr wichtig, die Joyce. Schauen Sie da mal rein bei Finanzmarktwelt. Ich sage jetzt Servus und Ciao.